bei der Finanzministeriumsdruckerei für viele Nachtschichten in den letzten Tagen herzlich bedanken. Die waren notwendig in den letzten Tagen und Wochen und es gilt von dieser Stelle mein herzliches Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, wir können zwar den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel richtig setzen. Und der Wind, der in den letzten Jahren geweht hat, war durchaus rau und ist aus den verschiedensten Richtungen auch gekommen. Es war die Politik mehr denn je eigentlich gefordert, in Momenten von hoher Unsicherheit die richtigen Entscheidungen zu treffen, um auf Kurs zu bleiben. Die ganze Welt befindet sich natürlich im Umbruch momentan und auch uns in Österreich geht es gleich. Dieser Umbruch geht auch an uns nicht spurlos vorüber. Und daher beschreibt eigentlich das eingangs erwähnte Zitat, das Aristoteles zugeschrieben wird, durchaus gut, in welchen Zeiten wir uns befinden und in welchen Zeiten wir leben. Hinter uns liegt eine weltweite Pandemie. Innerhalb Europas, wenige Kilometer von unseren Grenzen entfernt, tobt ein Krieg, der einen inakzeptablen Bruch des Völkerrechts darstellt. Und auch vor den Türen Europas werden unsere israelischen Partner von brutalem Terror und Gewalt heimgesucht. Und es waren vor wenigen Jahren noch die Themen Globalisierung, Finanzmarktstabilität, Vernetzung, Internationalisierung, die die politischen Debatten nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa eigentlich geprägt haben. Und jetzt sind es Themen wie Versorgungssicherheit, Unabhängigkeit und auch die Notwendigkeit von staatlichen Eingriffen, die man überall auf der Welt auch sieht. Und sie zeigen, dass die Welt nicht mehr mit jener von 2020 zu vergleichen ist. Überall auf der Welt wird diskutiert, wird analysiert, debattiert über verschiedenste Fragen. Braucht es einen starken Staat? Braucht es vielleicht sogar einen Vollkaskostaat? Welches Maß an staatlichen Interventionen ist notwendig, ist erlaubt, ist überhaupt sinnvoll? Wie viel Globalisierung ist zweckmäßig? Und wie können wir gleichzeitig Versorgungssicherheit auf der anderen Seite und Unabhängigkeit gewährleisten? Wann wird aus Zusammenarbeit und Kooperation eigentlich eine gefährliche Abhängigkeit? Kurz gefragt, wie viel Staat braucht es und welche Rolle soll dieser Staat dabei spielen? Und das sind die Fragen, mit denen sich die Politik und die Gesellschaft natürlich beschäftigen muss. Und ich sage Ihnen ganz offen, auf viele dieser Fragen gibt es keine zu 100% richtige Antwort. Schon gar nicht im globalen Kontext der Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen. Weil je nach Weltanschauung, je nach Werten, je nach Vorstellungen mag es auch unterschiedliche Antworten geben. Und auch jede Herausforderung der letzten Jahre hat dazu geführt, dass diese Fragen anders zu beantworten sind. Und das wird auch so bleiben, weil auch in Zukunft wird es internationale Herausforderungen geben, mit denen wir heute noch nicht rechnen können. Was wir aber tun können, ist eben in unserem Wirkungsbereich die Segel in Richtung Zukunft zu setzen und auf Kurs zu bleiben. Und eines vorweg, Österreich ist ein sehr wohlhabendes Land, sogar eines der wohlhabendsten Länder der Welt. Wir leben in Sicherheit und verfügen über soziale Netze und eine Infrastruktur, um die wir weltweit auch beneidet werden. Österreich ist reich an Innovationen, reich an Unternehmertum und vor allem auch reich an qualifizierten Menschen, die täglich einen Beitrag dazu leisten, dass wir heute trotz allen Herausforderungen sehr gut dastehen. Und das haben wir all jenen zu verdanken, die diesen Wohlstand in den letzten Jahrzehnten durch Fleiß, durch Zuversicht, durch Ehrgeiz auch aufgebaut haben. Und daher gilt mein Dank zuallererst Ihnen allen, nämlich den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Und Österreich ist keine abgeschottete Insel. Wir sind ein Land mitten in Europa, im Herzen Europas, inmitten einer globalisierten Welt. Wir sind eine kleine Nation, eine exportorientierte Nation und spüren natürlich besonders, wenn der Wind und die Zeiten etwas rauer werden. Die ganze Weltwirtschaft trübt sich ein und wir sehen, dass am Horizont auch vereinzelte Gewitterwolken natürlich aufziehen. Und diese allgemeine Schwäche der Weltwirtschaft, die globale Rekordinflation, die steigenden Zinsen,
Energieversorgung, die in eine gewisse Bedrängnissituation auch kommt, Sicherheitsrisiken, die wir überall sehen und nicht zuletzt auch die demografische Entwicklung sorgen dafür, dass wir uns anstrengen müssen, dass wir uns mehr denn je eigentlich anstrengen müssen, um diesen Wohlstand, den wir uns erarbeitet haben, in den letzten Jahrzehnten auch zu erhalten. Und grundsätzlich müssen wir uns schon die Frage stellen, welche Rolle Europa insgesamt in einer künftigen Weltordnung spielen kann oder vielleicht sogar spielen muss. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass sich die globalen und auch die wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse in den letzten Jahren, Jahrzehnten verschoben haben. Die Europäische Union und die USA hatten 1970 noch gemeinsam einen Anteil von rund 60% an der globalen Wirtschaftsleistung. Und aktuell sind es zusammen nur mehr 40%. Und die Europäische Union alleine liegt sogar nur mehr bei einem Anteil von 17% an der globalen Wirtschaftsleistung. Und auf der ganzen Welt wurden in den vergangenen Jahren Hilfsprogramme, Konjunkturprogramme aufgelegt, Maßnahmen auch getroffen, um Beschäftigung zu sichern, um Wachstum zu sichern, um die Wirtschaft insgesamt zu sichern. Und weltweit nehmen Regierungen natürlich viel Geld in die Hand, um gegen die aktuelle Situation auch anzukämpfen. Denken wir beispielsweise außerhalb Europas an den Inflation Reduction Act oder die massiven Subventionen der Industrie in China. Und natürlich muss die Europäische Union auch reagieren, damit wir nicht an Wettbewerbsfähigkeit insgesamt verlieren. Und gemeinsam mit unseren europäischen Partnern arbeiten wir natürlich intensiv genau an diesen Fragestellungen. Aber es muss selbstverständlich auch ein Nationalstaat, in unserem Fall ein Mitgliedstaat der Europäischen Union, reagieren, wenn beispielsweise eine Pandemie oder eine Energiekrise ganze Wirtschaftszweige gefährdet und damit plötzlich Einkommen in Frage stellt, Kaufkraft in Frage stellt, die Lebensgrundlage der Menschen insgesamt in Frage gestellt werden. Und als Verantwortungsträger haben wir, glaube ich, in dieser Situation die Aufgabe, Maßnahmen zu setzen, die Menschen zu unterstützen, den Wirtschaftsstandort auch zu unterstützen, wie wir es in den letzten Jahren auch in einem Ausmaß getan haben, den es noch nicht gegeben hat. Und es war keine Option, nicht zu helfen in dieser Situation. Wir haben das getan, was notwendig war. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich auch aufpassen, dass wir nicht in einen Subventionswettbewerb mit anderen Regionen auf dieser Welt schlittern, die vielleicht sogar einen Handelskrieg auslösen können und unseren Wohlstand dadurch auch gefährden könnte. Das kann wirklich nicht unser Ziel sein. In dieser Situation braucht es eine kluge Politik, braucht ein Handeln mit Hausverstand und auch den Mut, die eigene Arbeit natürlich ständig zu hinterfragen und sich weiterzuentwickeln. Und ich habe es bereits oft gesagt und stehe weiterhin dazu, nicht alles, was auf den ersten Blick populär klingt, ist auf den zweiten Blick auch sinnvoll. Und wir dürfen nicht den Blick darauf verlieren, welche Auswirkungen die Handlungen von heute eben auf den Wohlstand von morgen auch haben. Für einen starken Standort und für eine nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit müssen wir Anreize setzen, für Investitionen, damit die Wirtschaft beim Wirtschaften auch entsprechend unterstützt wird. Und gleichzeitig brauchen wir Spielräume, müssen uns diese Spielräume schaffen, um im Fall der Fälle auch gerüstet zu sein, um Arbeitsplätze und dadurch auch den sozialen Frieden und Betriebe zu unterstützen, wenn das in der Zukunft weiter notwendig sein sollte. In welchem wirtschaftlichen Umfeld bewegen wir uns? Unsere heimische Volkswirtschaft konnte sich von der Pandemie durchaus schneller erholen als beispielsweise Deutschland oder die Eurozone insgesamt. Österreich kann sich aber natürlich nicht von den weltweiten Entwicklungen abschotten und natürlich auch sowieso nicht von unserem deutschen Handelspartner abschotten. Das ist unser wichtigster Handelspartner, den wir haben. Bis vor wenigen Tagen wurde in unserem Land für heuer noch ein Wachstum prognostiziert. Erst jetzt wurde diese Prognose nach unten revidiert, vor 10 Tagen genau. Für 2024 jedoch ist der Ausblick, und das ist auch wichtig und gibt uns Optimismus, dieser Ausblick durchaus positiv. Unsere Konjunktur zieht im Jahr 2024 Gott sei Dank wieder an. Für das kommende Wirtschaftsjahr 2024 gehen die Wirtschaftsforscher erfreulicherweise auch von kräftig steigenden Realeinkommen
aus. Und mit der deutlichen Erhöhung auch der Pensionen und der Sozialleistungen und der Abschaffung der kalten Progression unterstützt die Bundesregierung unter Karl Nehammer natürlich diese Entwicklung auch weiter. Und das ist auch eine sehr gute Nachricht, weil wir mit diesen steigenden Realeinkommen auch ein Wachstum des Wohlstandes der Menschen haben. Das wird ja immer vergessen. Genau diese Unterstützungsmaßnahmen tragen dazu bei. Und zu den guten Nachrichten gehört auch, dass der Arbeitsmarkt robust bleibt und so viele Menschen in Beschäftigung sind wie nie zuvor. Also mit etwas Optimismus für Österreich können wir unseren Wohlstand erhalten und auch die Zukunft positiv gestalten. Und wenn die Zeiten unsicherer werden, wenn Wolken aufziehen, dann ist Mut gefragt, dann ist Optimismus gefragt und dann ist auch Handlungsfähigkeit gefragt. Und es braucht Werte, es braucht Leitlinien, an denen wir unser gesamtes Handeln orientieren. Für mich ist es beispielsweise die ökosoziale Marktwirtschaft, die einerseits einen ganz wesentlichen Anteil an unserem Wohlstand hat und andererseits auch für die Herausforderungen, die in der Zukunft auf uns zukommen, das wohl beste Modell ist. Eben Politik nach Josef Riegler, der hat es erfunden, der diesen Begriff auch stark geprägt hat. Und sie vereint vieles miteinander. Sie vereint sehr vieles miteinander. Sie vereint die Wahrung des sozialen Friedens auf der einen Seite, die wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit auf der anderen Seite, aber auch den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen auf der dritten Seite. Also es geht nicht um ein Gegeneinander der verschiedenen Bereiche, sondern es geht um ein Miteinander zum Wohle aller in Österreich. Und in dieser ökosozialen Marktwirtschaft geht es nicht um Wirtschaftspolitik oder Klimaschutz. Es geht nicht um Sozialpolitik oder Industriepolitik. Und es geht darum, diese Bereiche, diese unterschiedlichen Bereiche eben miteinander zu verbinden. Und wir haben abgeleitet von dieser Marktwirtschaft, von dieser ökosozialen Marktwirtschaft, bereits die ökosoziale Steuerreform auch umgesetzt, die auf der einen Seite Menschen entlastet, Betriebe entlastet, aber andererseits auch Anreize setzt, um eben umweltfreundlich zu handeln. Das ist der richtige Weg, um den uns eigentlich auch viele andere in Europa, andere Regierungen durchaus beneiden. Aber wir müssen durchaus einen Schritt weitergehen. Das ist auch keine Frage. Für die Herausforderungen der Zukunft wollen wir daher auch eine ökosoziale Finanzpolitik nach eben marktwirtschaftlichen Prinzipien schaffen. Was meine ich jetzt damit? Wir müssen auf der einen Seite unserem Standort Chancen geben, statt Hürden aufzubauen. Wir müssen in der Klimapolitik mit Hausverstand Anreize setzen, statt mit Verboten zu agieren. Und wir müssen auch hier mit Optimismus eben die Segel, die ich vorher erwähnt habe, in Richtung Zukunft auch setzen. Und unser Ziel muss eine Finanzpolitik, eine Steuerpolitik sein, die sicherstellt, dass Österreich lebenswert, dass Österreich ein starker, ein wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort und ein Ort mit der größtmöglichen persönlichen und wirtschaftlichen Freiheit und Entfaltungsmöglichkeit bleibt. Eines möchte ich an dieser Stelle durchaus klar feststellen. Österreich hat ganz sicher eines nicht, nämlich zu wenige oder zu niedrige Steuern. Es hilft den vielen nicht, wenn man wenigen etwas wegnimmt. Daher bin ich ganz klar gegen neue Steuern. Und zwar durchaus aus mehreren Gründen, weil wir die Menschen entlasten wollen und nicht belasten möchten. Solche zusätzlichen neuen Steuern sanieren kein Budget, sie schaffen keine Arbeitsplätze, keine neuen Arbeitsplätze, erhöhen auch nicht den Wohlstand der Menschen in Österreich. Wir müssen und können es aber durchaus schaffen, gleichzeitig wettbewerbsfähiger zu werden und nachhaltiger und ökologischer zu werden.
Und wir können es schaffen, gleichzeitig die arbeitenden Menschen finanziell zu entlasten und das Sozialsystem auf der anderen Seite zu sichern. Und wir können es schaffen, Eigentumsbildung auf der einen Seite zu ermöglichen und sozialen Wohnbau zu unterstützen. Das hat Österreich in der Vergangenheit bereits ausgezeichnet und das wird es auch in Zukunft auszeichnen. Aber dafür brauchen wir innovative Ansätze, dafür brauchen wir ein Miteinander aller Verantwortungsträger und kein Ausspielen der unterschiedlichen Prioritäten gegeneinander. Und vor allem braucht es eines, es braucht Hausverstand, und zwar mehr Hausverstand in der Politik. Weil es sagt uns der Hausverstand, dass es keinen wirtschaftlichen Erfolg ohne soziale Sicherheit und ohne gute Arbeitsbedingungen gibt. Es sagt uns übrigens auch der Hausverstand, dass wir unseren Lebensraum und damit unsere Lebensgrundlage schützen müssen, ohne dabei die Grundlage unseres Wohlstands auch zu gefährden. Und es sagt uns auch der Hausverstand, die Grundlage dafür, dass Österreich zu einem lebenswerten, zu einem sehr hochentwickelten, zu einem reichen Land wurde, sind die Menschen, die täglich aufstehen und täglich auch zur Arbeit gehen. Das sind jene Familienbetriebe beispielsweise, die nicht auf kurzfristige Gewinne schielen, sondern seit Generationen gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Wertschöpfung sorgen. Und das sind jene, die auf die Schwächeren in unserer Gesellschaft schauen, sei es im Sozialsystem, in der freiwilligen Arbeit oder auch zu Hause im Familienverband. Und diese unterschiedlichen und gleichsam bedeutenden Bereiche unterstützen wir eben mit einer ökosozialen Finanzpolitik, weil es eben uns der Hausverstand auch sagt. Also wir leben in Zeiten, in schwierigen Zeiten, in herausfordernden Zeiten, eine globale Entwicklung, die uns natürlich auch begleitet und die mit großen Unsicherheiten verbunden ist. Sie erfordert auf der einen Seite ein mutiges, auf der anderen Seite ein entschlossenes Handeln der Politik. Und das tun wir mit diesem Budget, das ich Ihnen heute präsentieren darf. Wir haben es uns ja nicht leicht gemacht, sondern in den letzten Wochen genau abgewogen, welche Bereiche gerade jetzt in dieser herausfordernden Zeit auch gestärkt werden müssen. Wir hätten natürlich auch auf jeden Bereich einfach 10% drauflegen können. Aber das ist nicht die Art verantwortungsvoller Politik, für die wir stehen. Ein freihändiges Verteilen ist zwar einfach, aber ist durchaus zukunftsvergessen. Und genauso klar ist auch, dass eben in Zeiten wie diesen nicht alles geht und nicht alles möglich ist. In einem Umfeld, wo wir die Menschen bereits enorm entlastet haben, über die Abschaffung der kalten Progression, über Hilfsmaßnahmen, den Ländern und Gemeinden mehr zur Verfügung stellen, über den Finanzausgleich. Und wir massiv natürlich auch als Bund die Zinslast, die steigenden Zinsen spüren, da kann nicht jeder Ressortwunsch immer zur Gänze erfüllt werden. Und trotzdem schaffen wir es, dass jedes Ressort mehr Geld als im Vorjahr zur Verfügung hat. Wir haben in der Bundesregierung vereinbart, ein effektives Budget, das ist der Schlüssel zur Erreichung unserer gesamtstaatlichen Ziele. Und dieses Budget 2024 orientiert sich daher auf der einen Seite an den kurzfristigen, dringenden politischen Prioritäten, ja, an langfristig wirtschaftlicher Stabilität auf der anderen Seite und auch an der nachhaltigen Förderung des Wohlstands und auch der Sicherheit aller Menschen in unserem Land. Und wir gehen mit Optimismus in die Zukunft. Wir setzen Schritte für eine starke Wirtschaft und für Wohlstand aller Generationen. Und liebe Österreicherinnen und Österreicher, es war in meinem ersten Budget vor einem Jahr durchaus notwendig, massiv in die Sicherheit, in die Versorgungssicherheit, in die militärische Sicherheit, in die soziale Sicherheit auch zu investieren. Und mit diesem Budget investieren wir in die Bereiche, die in den vergangenen Krisen durchaus Schwächen auch zutage gebracht haben. Wir investieren in jene Bereiche, die unseren Wohlstand auch langfristig sichern. Und wir beschließen ein Budget mit Hausverstand, das sich eben in die Zukunft richtet. Und Hausverstand bedeutet in diesem Zusammenhang ja auch,
dass wir jetzt eben wichtige Investitionen und Weichenstellungen für die Zukunft vornehmen müssen. Und ich verspreche Ihnen auch weiterhin, wie bisher, im Sinne auch der Menschen in unserem Land, einen durchaus realistischen Blick darauf zu haben, was in Zeiten wie diesen notwendig ist und was dringend ist. Und ja, man kann dieses Budget durchaus auch ein ökosoziales Budget nennen. Die oft zitierte, in Zahlen gegossene Politik, das ist eine ökosoziale Politik. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, weil hinter jeder Zahl im Budget stehen Menschen, stehen Familien, stehen Betriebe und stehen eben auch wichtige Projekte, die dafür sorgen, dass wir auch in der Zukunft ein lebenswertes Land bleiben und eine konkurrenzfähige Wirtschaft auch gewährleisten können. Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht, hat Marie von Ebner-Eschenbach einmal gesagt. Und ich habe versucht, jetzt in den letzten Minuten zu skizzieren, dass die Welt, aus der wir kommen, eine Welt ist, die durchaus mit viel Wandel auch definiert ist. Und wir alle haben in den vergangenen 3,5 Jahren viel Unvorhersehbares, viel Unkalkulierbares erlebt. Aber die Regierung unter Bundeskanzler Karl Nehammer hat sich nicht weggeduckt. Sie hat jedes Mal ihre Verantwortung wahrgenommen. Und unser Zugang war immer klar, wir unterstützen die Menschen mehrfach und intensiv und trotz hoher Inflation die Kaufkraft zu erhalten. Das war ein Zugang, der extrem notwendig ist und auch um den wir in ganz Europa eigentlich beneidet werden. Und diese umfangreichen Maßnahmen umfassen auf der einen Seite kurzfristige, zeitlich befristete Entlastungsmaßnahmen, die durchaus notwendig waren und besonders notwendig waren, weil natürlich Löhne und Pensionen die Kaufkraftverluste nur zeitversetzt ausgleichen können. Und wir haben damit die Menschen, die Unternehmen unmittelbar entlastet und auch die Kaufkraft eben der Haushalte und die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie erhalten. Und neben diesen sehr wichtigen kurzfristigen Unterstützungen für besonders betroffene Gruppen in der Bevölkerung haben wir, und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, auch strukturell eingegriffen. Und die wichtigste dieser dauerhaften Entlastung war natürlich die Abschaffung der kalten Progression. Wir haben diese schleichende Steuererhöhung beendet und geben somit auch den Menschen das Geld zurück, das ihnen die Inflation nimmt. Und wir sorgen dafür, dass die Lohn- und Pensionserhöhungen jetzt auch in vollem Ausmaß bei den Menschen in Österreich ankommt. Und in dem Zusammenhang rentiert es sich schon einmal seriös, auch die Zahlen anzuschauen. Im ersten Jahr ohne die kalte Progression haben sich die Menschen mehr als 1,8 Milliarden Euro erspart. Konkret bedeutet das also mehr Lohn, aber nicht mehr Steuern, die dafür zu zahlen sind. Und im kommenden Jahr 2024 reden wir über 3,6 Milliarden Euro, die sich die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ersparen. Und wir haben auch sehr bewusst Maßnahmen gesetzt bei der Abschaffung der kalten Progression, beim berühmten letzten Drittel, die Leistung belohnen auf der einen Seite, die unseren Standort auch stärken und die Familien unterstützen. Wir entlasten zum Beispiel jene, die Überstunden leisten. Davon profitieren alle, Geringverdiener, Besserverdiener. Das ist gerade in der aktuellen Situation des Arbeitskräftemangels durchaus sinnvoll. Und wir unterstützen eben genau jene, die auch mehr leisten wollen. Kinder profitieren gleichermaßen, Familien profitieren mehrfach. Wir erhöhen den Kindermehrbetrag, wir verdoppeln den steuerfreien Zuschuss der Kinderbetreuung und schaffen auch Erleichterungen bei Betriebskindergärten. Das entlastet unmittelbar die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und besonders entlastet werden von uns auch die kleineren Einkommen. Bis 2022 konnte man beispielsweise bis 11.000 Euro steuerfrei pro Jahr Einkommen beziehen. Im heurigen Jahr ist diese Grenze auf 11.663
90 Euro erhöht worden. Das ist eine der zentralen Auswirkungen, die wir durch die Abschaffung der kalten Progression auch erleben. Und im kommenden Jahr, 2024, sind die Menschen erst ab einem Einkommen von 12.816 Euro steuerpflichtig. Also als Beispiel, wenn wir einem Angestellten im Schichtbetrieb mit einem monatlichen Bruttogehalt von 3.650 Euro hernehmen, dann bleibt dem im nächsten Jahr 2024 1.200 Euro mehr zur Verfügung. Und das ist durchaus, sehr geehrte Damen und Herren, das ist ein Akt der Fairness, den wir hiermit gesetzt haben. Dass den arbeitenden Menschen, die eben stark von der Teuerung natürlich betroffen sind, mehr netto vom Brutto bleibt und dass der Staat eben kein Profiteur der hohen Inflation ist. Man kann sich natürlich die Frage stellen, vor allem als Finanzminister, das mache ich immer, wäre es nicht einfacher gewesen, wäre es bequemer gewesen, diese Reform nicht umzusetzen? Ja, natürlich wäre es angenehmer gewesen, das ist ja wohl selbstverständlich, aber es ist eben nicht die Zeit für Bequemlichkeit, es ist Zeit für eine faire Entlastung, für eine dauerhafte Entlastung aller Bürgerinnen und Bürger in Österreich. Und auch diejenigen Menschen in Österreich, die im Ehrenamt tätig sind und damit einen ganz wesentlichen Beitrag in unserem Land leisten, die Menschen entlasten wir steuerlich mit dem größten Reformprojekt in diesem Bereich, kommt immer zu kurz ein bisschen in der Diskussion, in dem größten Reformprojekt der vergangenen 30 Jahre in diesem Bereich, indem wir die Spendenabsetzbarkeit massiv ausweiten. Und wie schon im Vorjahr zieht der Bund auch heuer und nächstes Jahr die berühmte Gebührenbremse. Und damit auch die Gemeinden ähnliche Schritte setzen können, stellen wir 150 Millionen Euro dafür zur Verfügung. Auch diese Maßnahme wirkt natürlich inflationsdämpfend, weil es immer die Frage im Zentrum steht, was wirkt inflationsdämpfend und was treibt die Inflation an. Und das muss man natürlich immer auch mit berücksichtigen.